Und weg damit. Ja, was passiert denn eigentlich jetzt? Weiter mit dem Ding? Güssel, Küder, Kehricht, grüezi, Saletti, willkommen bei Klipp und Klar. Heute mit einem Blick hinter den Abfallberg. In der Schweiz kommen im Jahr 21,5 Millionen Tonnen Abfall zusammen. Unvorstellbar viel. Wir wollen uns in dieser Folge auf den Siedlungsabfall konzentrieren. Das ist der Abfall, den du und ich tagtäglich produzieren und in erster Linie aus Haushalten und Büros, also eben der Siedlung kommt. Also vom Glassepapierli über Bananenschalen zum PET-Fläschli bis zu der Spaghetti-Verpackung. 730 Kilogramm. So viel Abfall produzieren wir alle pro Kopf und Jahr. Das sind 2 Kilogramm Abfall pro Tag. Damit sind wir Schweizer Vize-Weltmeister im Güsselmachen, direkt hinter Dänemark. Danke vielmals. Schauen wir doch mal in so einen Güsselsack rein. Da ist der Kehricht, also alles, was wir am Schluss verbrennen. Zusammengesetzt ist unser Kehricht zu einem Drittel aus sogenannten biogenen Abfällen, also Essensresten, nicht konsumierten Lebensmittel und Gartenabfällen. Dann kommen nach und nach Papier, Plastik, Mineralien wie Salz zum Beispiel, Verpackungen, Karton, Glas, Kleider und auch viel zu viele giftige Sachen, die zwingend müssten, separat entsorgt werden, wie zum Beispiel Batterien. Und merkt ihr, was in Kehricht geht, das wird verbrannt und ist damit für immer verloren. Also alles, was eben im Kübelsack landet. Der ist gerade unterwegs in die Kehricht-Verbrennungsanlage, kurz KVA. Der Siedlungsabfall, der wird hier im Ofen verbrannt. Und die Wärme, die dabei entsteht, die wird zum Heizen gebraucht oder man macht Strom damit. Wenn man nebis verbrennt, dann gibt es ja immer noch einen Reste. Und gut ein Drittel vom verbrennten Abfall, der bleibt dann am Schluss fahrig in Form von Asche oder sogenannter Schlacke. Die kommt dann am Schluss auf die Deponie, also ihre Endstation für alle Zeiten. Nebis ganz anders passiert beim Recycling. Mehr als die Hälfte von unserem Abfall wird nicht verbrennt, sondern wird recycelt, also eben wiederverwertet. Zum Beispiel Altglas, Aludose oder PET. Wir sind also auch in der Wiederverwertung Weltspitze. Der Stoff, der in der Schweiz am besten wiederverwertet wird, ist Glas, gefolgt vom Aluminium auf Platz 2. 9 von 10 gekauften Glasflaschen landet im Altglascontainer. Besonders praktisch an dem Rohstoff. Er lässt sich ohne Verlust immer und immer wieder einschmelzen und wiederverwerten und bleibt immer gleich gut. Gemessen am reinen Gewicht sind allerdings Karton und Papier die Spitzenreiter in Sachen Rücklauf. Kommen wir nochmal zurück zu diesen Fläschchen hier. Fast ein Viertel davon landet nicht im PET-Behälter, sondern im normalen Abfall und wird damit verbrennt. Die, die es aber in die Wiederverwertung schaffen, die werden getrennt. Die Durchsichtigen, die werden eingeschmolzen und wieder zu Fläschchen gemacht. Die anderen, die werden weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Kunstfasern in Kleidern. Ja, super Beispiel. Nein, echt. Danke vielmals. Du siehst, Abfall ist nicht einfach gleich Abfall. Was im Kübel landet, der wird verbrannt und ist für immer verloren. Also, sammeln, trennen und natürlich teilen. Also, das Video, logischerweise. Wir sehen uns hoffentlich frisch wiederverwertet im nächsten Clip.